380.000 Personen ohne Job stehen in Österreich derzeit 3,8 Millionen unselbstständig Beschäftigten gegenüber. Rechnet man die vielen Selbstständigen im Land dazu, kommt man aktuell auf eine Arbeitslosenquote von 8,1%. Ob das gut oder schlecht ist, kommt darauf an, wen man heute im Parlamentsquartier fragt. Thema der Aktuellen Stunde der ÖVP: hervorragende Arbeitslosenzahlen, kommende Herausforderungen für den Arbeitsmarkt. Die aktuelle positive Situation am Arbeitsmarkt, und das möchte ich schon hervorstreichen, verdanken wir aber der wirklich positiven Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher in den letzten Monaten der Pandemie. Und es ist uns gemeinsam gelungen, hier den österreichischen Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsmotor wieder in Schwung zu bringen. Und ein wesentlicher Faktor dabei waren natürlich die staatlichen Wirtschaftsförderungen. Es gibt hier wirklich keinen Grund zu feiern und euphorisch zu sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Überhaupt nichts daran ist wirklich hervorragend, wie Sie jetzt die Aktuelle Stunde genannt haben. Hervorragende Arbeitslosenzahlen. Das ist ein bisschen zynisch, möchte ich. Ist ein bisschen zynisch, wie Sie das bedeuten. Ganz offensichtlich, auch wenn es manche, die besonders laut wie die Unken rufen, ich liebe Unken bekanntlich, es nicht wahrhaben wollen. Ganz offensichtlich hat diese Regierung nicht alles ganz falsch gemacht in den letzten Monaten. Sie hat sogar einiges ziemlich richtig gemacht. Wir haben einerseits nicht nur in der Krise, und das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, erstmalig, ich kann mich nicht erinnern, dass es immer zuvor war, die Notstandshilfe und das Arbeitslosengeld mehrfach erhöht und über längere Perioden und dadurch verhindert, dass aus dieser Krise eine tiefe soziale Krise geworden ist. Weil es ist ja schön, wenn man sich hinstellt und sagt, wir haben nur ist eben so ein Begriff, 380.000 Arbeitslose derzeit. Ja, wo sind denn viele untergebracht? Wie viele haben wir denn in Österreich, wie viele Arbeitnehmer, die von dem, was sie verdienen, nicht mehr leben können? Die kein Einkommen zum Auskommen mehr haben? Haben Sie das schon einmal herausgerechnet, haben sich das überlegt? Die werden geparkt bei irgendwelchen komischen Jobs, bei irgendwelchen prekären Verhältnissen, dann fallen sie raus aus ihrer Statistik, ja, das ist richtig, aber leben können sie schon lange nicht mehr davon. Es geht nicht nur um diese Vergleiche und um die Statistik, kein Arbeitsloser, keine Arbeitslose hat etwas davon, die jetzt arbeitslos ist, wenn wir generell eine gute Arbeitsmarktlage haben. Entscheidend ist, und das glaube ich ist wichtig, auch noch einmal hervorzuheben, dass wir für dieses Jahr das größte Budget für die aktive Arbeitsmarktpolitik aller Zeiten haben. Und Arbeitsminister Martin Kocher verspricht Qualifizierungsmaßnahmen für die fast 50% Jobsuchenden, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben. Außerdem soll das degressive Arbeitslosengeld nun umgesetzt werden. War das Wie dieser Maßnahme bislang Reibungspunkt für Gewerkschaften, Arbeiterkammer und SPÖ, rufen die konkreten Pläne Kochers plötzlich Neos-Multitalent Gerald Lorker, Sprecher für Arbeit, Soziales und Wirtschaft seiner Partei, auf den Plan. Angekündigt ist nämlich ein degressives Arbeitslosengeld, das ist gut, aber es soll hinten nicht weiter hinunter als dort, wo es heute ist, also nicht unter die 55%. Das heißt, Sie werden das Arbeitslosengeld erhöhen. Sie werden in einer Zeit des Arbeitskräftemangels noch mehr Geld in die Arbeitslosenversicherung buttern und es noch attraktiver machen, nicht arbeiten zu gehen. Und die Betriebe, die Mitarbeiter suchen, werden sich noch schwerer tun, neue Mitarbeiter zu finden. Und die Menschen, die arbeiten gehen, müssen das finanzieren. Dass es in einigen Bereichen und auch regional deutliche Unterschiede gibt, weiß auch der Arbeitsminister. Das heißt, wir erleben am Arbeitsmarkt unterschiedliche Realitäten für unterschiedliche Personen, unterschiedliche Unternehmen. Auf der einen Seite durchaus noch eine Arbeitslosigkeit, die relativ hoch ist, auf der anderen Seite aber eine sehr, sehr große Schwierigkeit für Unternehmen, Arbeitskräfte zu finden. Wir versuchen über Förderung, über positive Anreize die regionale Mobilität in Österreich zu stärken. Und wir versuchen vor allem, eine bessere Planbarkeit herzustellen für Betriebe und auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es fallen die bekannten Schlagworte: Aus- und Umbildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gesundheitsvorsorge, um länger arbeiten zu können. Die Bruchlinien im Hohen Haus, zumindest bei diesem Thema, sind also wieder klar.